Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video der BP Doctor Smart Watch. Die normale oder die Pro. Da gibt es zwei verschiedene. Ich habe die normale, glaube ich. Ich weiß auch noch nicht, wo der Unterschied zwischen normal und Pro ist, weil die Webseite auch auf Englisch ist. Ich habe vorhin erstmal nochmal nachgeguckt für das Video, weil ich warte da jetzt ja schon seit einem Monat drauf, dass die kommt. Wir haben gerade Unboxing gemacht. Wir haben ein Quick Start Guide, also die erste Einrichtung, eine Anleitung, logischerweise mit allen Menüpunkten und sowas alles. Ein Band, um zu messen, wie weit wir drum machen müssen. Eine Ladestation mit zugehörigen USB-Kabel und natürlich die Smartwatch. Und das werden wir uns jetzt erstmal angucken. Dafür packen wir das natürlich jetzt erstmal alles wieder weg. Und gucken uns den und nehmen uns den Quick Start Guide. Den brauchen wir gleich. Und gucken uns erstmal die Uhr an sich an. Machen wir erstmal hier die Folie ab. Also die hat wirklich, die hat ein bisschen Gewicht. Aber die sieht wirklich durch diese Silber und das Schwarz, sieht die wirklich unheimlich geil aus. Ja, das Band ist Gummi. Auch ein schönes breites Band. Hier steht es ein bisschen über, da braucht ihr euch nicht wundern. Das ist das Luftkissen. Das zeige ich euch gleich auch noch. Wir können hier keine. Ah, oh ja, sah ja. Habe ich mir schon fast gedacht, dass wir keine Bänder tauschen können. Oder doch, wir können das hier dann wahrscheinlich abmachen. Also wahrscheinlich können wir das hier. Das Band irgendwann später mal abmachen, aber ich glaube nicht, wie soll man das abkriegen? Nee, ich denke mal nicht, dass wir das tauschen können, weil das ist hier fest mit der Smartwatch verbunden. Ja, und hier ist es dann halt noch Sensor für, ja, ich denke mal, die ganzen anderen Sachen, was man noch darüber messen kann. Und das sind die Connect-Teile für Laden, würde ich jetzt behaupten. Was ist denn das? Sieht so komisch an. Ach, da sind Zahlen drauf. Das seht ihr jetzt hier schlecht, aber hier an der Seite. Ich hoffe, warte mal, ich werde mal versuchen, dass ich zoome, dass ihr das irgendwie halbwegs vernünftig sehen könnt. Hier an der Seite. Doch, jetzt könnt ihr das sehen. Stehen Zahlen und das sind die Zahlen von dem Band. Wie weit man dazu machen kann. Na, da, das ist ja geil. Also ist ja wirklich alles selbsterklärend bis jetzt. So. Dann schalten wir sie mal an und gucken mal. An soll das sein? Nee. Das ist eine breite Taste oder was? Also ich weiß nicht, ob das links, rechts halt geht, weil der blockiert es so ein bisschen, aber das sieht eher aus wie eine breite Taste. Naja, werden wir ja sehen. So, jetzt machen wir erstmal hier oben die kleine Taste. So, sie geht an. Das Logo sieht ja nicht mal so schlecht aus. Pairing und da sollen wir ja, wenn wir das anhaben. Den Knopf gedrückt halten. Ah, hier ist der Code für die App, die habe ich ja schon.
Oder ist das halt falsch erklärt? Die meinen halt den oberen Knopf muss man drücken zum Anmachen. Naja, werden wir hier sehen. So. Muss ich nur gucken, wo sie abgeblieben ist. Achso, die schmeißt er ja mal ganz nach hinten. So, da ist er. Ich habe mich auch schon angemeldet in der App. So, jetzt sind wir hier und jetzt wollen wir einfach ein Gerät hinzufügen. Aber die habe ich nicht von der Form, die BP Dr. Med. Also ich würde dann sagen, ich habe die Pro. Ja. Weil die ist ein bisschen dicker. Ich glaube, ich habe die Pro. Die hat er gefunden. Bestätigen. Mal Dr. Med, ich versuche die jetzt mal. Moment. Oh, Entschuldigung. Nee, also hier findet er jetzt gar nichts. Ich halte mal die jetzt hier drückt. 1, 2, 3. Dann gehen wir wieder zurück. Gehen wir darauf. Da findet er die. Bestätigen. Wird verbunden. Ah, hier jetzt. BP Dr. Pro Plus wird wiederholt. Der will nicht. Oder habe ich, warte mal. Nicht verbunden. Bluetooth ist aber da. So, versuchen wir es halt nochmal. Pro. Bestätigen. Ich halte jetzt mal hier Band gedrückt. Press Home Button to enter the main menu. Ach so, nee, das ist den Home-Button für, da macht man dann das Menü. Okay. Das ist dann für später. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier Trick 17 machen und hoffen, dass es funktioniert. Und zwar, wir verbinden uns einfach so mit der Smartwatch. Da sind wir gespeichert. Gehen dann rein. Und jetzt findet dann natürlich keine Smartwatch mehr, weil wir ja schon per Bluetooth hier verbunden sind. So. Hinzufügen. Gerät nicht verbunden. Das kann jetzt wieder an meinem Xiaomi liegen. Weil ich ja momentan auch das Problem habe, ich kann mich ja nicht mal mit meinem Echo Auto vernünftig verbinden. Das ist echt scheiße.
Ich weiß nicht, was Xiaomi da jetzt gerade für Probleme hat. Gut, also das klappt nicht. Entkoppeln. Ich warte jetzt einfach mal ab, was passiert. Er zeigt mir das zwar schon an. Ist der Akku vielleicht nicht? Weil ich komme ja sonst auch nicht da rein. Zur Not habe ich auch noch mein P10 hier liegen. So, jetzt haben wir ja lange genug gewartet. Bestätigen. Wird verbunden. Und zack, ist wieder weg. Bestätigen. So, Zusammenfassung wird wiederholt. Melden. Moment, ich starte mal mein Handy neu. So, ich habe jetzt geguckt, ich bin bei 76% bei der Uhr. Extra jetzt den Ladetimer angemacht. Jetzt testen wir das nochmal. Rauf. Hinzufügen. Doktor. Gefunden. Bestätigen. Jetzt endlich. Ja, es ist mein Xiaomi. Es ist wieder mal typisch. Zulassen. Dann brauchen wir das PC nicht. Dann kann ich das wegpacken. So, wir sind jetzt verbunden. Das ist unsere Smartwatch. Steht verbunden da. BP. Ja, wir haben alles schön im Überblick. Zeitplan. Ich. Wir können hier auch, ach, hier können wir dann das Ziffernblatt ändern. So, was haben wir denn da Schönes? Ich hätte gerne ein digitales, aber ein schönes. Multidigital. Nee. Also leider gibt es hier nicht so viele. Also hier drei Standarddinge haben wir. Ich hätte gern. Das ist jetzt mit Schneeflocken. Ist jetzt nicht gerade so das Wahre. Ich würde das gerne haben hier anstatt mit Schneeflocken. So dunkel ist ja schon okay, aber halt. Naja. Das ist mir zu bunt hier. Wenn ich es normal nutze. Ach, meine Geschirrspülmaschine meldet sich auch. Klar, Spüler ist alle. Ja, wir nehmen das einfach jetzt mal. Weil wir haben jetzt gerade halt, wie gesagt, diese Uhr. Und jetzt springt das auch schon an. Gucken wir mal, wie lange das dauert. Das sind insgesamt 700. 53 B. Also geht jetzt recht zügig. Also das Dunkle mit den Schneeflocken ist ja okay, aber ohne Schneeflocken. Also da hätte ich mir eher was anderes gewünscht. Oh, der Akku 6%. Moment. So. Er spiegelt leider so ein bisschen.
Ja, wir sind nur rucki-zucki fertig. Und vor allen Dingen, was halt sehr geil auch bei dir ist, die überwacht auch euren Schlaf. So wie die anderen Smartwatches, die es gibt ja auch, einige gute, ja, überwacht die auch euren Schlaf. Wann ihr im REM-Modus seid und Tiefschlafmodus, und, also REM-Modus heißt es ja, oder, ne? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, jetzt werden wir die mal anlegen. Die hat ja aber, die hat schon Gewicht. Also, wenn man sie auf den Arm macht, dann hat sie natürlich noch mal ein bisschen mehr Gewicht. So. Ja, so viel weit kann ich ja gar nicht gehen. Das ist hier oben, da, so weit komme ich ja gar nicht. Weil ich so dicke Arme habe. Also noch ein Loch könnte ich gar nicht. Also ich bin hier schon richtig auf. Achso. Das geht gar nicht weiter. So, da muss ich halt das. Ja. Das ist jetzt ein bisschen doof gelöst, weil ich bin jetzt auf dem. Also ich habe jetzt hier halt praktisch im dritten Loch bin ich. Und es geht nicht zu. Also es geht schon zu, aber. Ich habe halt nichts, wo ich das hier befestigen kann. Das ist auch nur Gummi. Dann hoffen wir, dass das was hält. Obwohl, wir können das ja hochschieben. Da muss ich das hier durchmachen. Können wir das hier runter machen? Das muss natürlich über das Kissen. Das darf nicht unterm Kissen sein. So, jetzt können wir es nochmal versuchen. Jetzt stelle ich mir wieder glatt an, hier das darin zu kriegen. Ganz toll. Ich stelle mir wieder an, wie der erste Mensch hier ein Armband zumachen will. Könnte auch noch ein Loch tiefer, aber das fühlt sich für mich eher, also das ist, dann ist er wirklich straff dran, ne? Das fühlt sich für mich so nicht so toll an. Ich mache es aber nur auf 3. So, jetzt kann ich das hier auch, ja, seht ihr, jetzt kann ich das auch nutzen. Super. So, jetzt muss ich halt die Position finden. So. Ich bin kein Uhrenträger, muss ich dazu sagen. Ich fühle mich dann meistens immer ein bisschen unwohl, weil die meisten sind halt, wenn ich dann hier so mache, blockieren. Und weiter höher kann ich es nicht machen, dann rutscht es immer runter. Aber nee, so ist schon richtig. Nein, ich habe es ja verkehrt rum. Ich habe es ja verkehrt rum. Ach Gott. Ist ja kein Wunder, dass es nicht geht. Trottel. So, Loch 3 rein. So. Jetzt bin ich mal gespannt.
Wir versuchen jetzt einfach mal Blutdruck zu messen. Hier ist der Schlafmodus. Ne, hier oben ist Blutdruck. Start. Start. Will er nicht? Wieso will der nicht? Ach so. Ich mir jetzt einfach mal den Karton. So. In Herzhöhe. Müsste den Sauerstoff im Blut. Also es ist auch schön animiert, also sieht auch schön aus. So. Hilfe. Ich gucke gerade in der App nochmal. Smartwatch tagen, Bluetooth, Blutdruckmessung. Aha, okay. Wie lange brauchen wir da? Ich habe hier nicht mal eine Anzeige, wann der denn startet. So, Blutdruck messen. Ich versuche es nochmal. Ich soll laut App. So, erstens vergewissern Sie sich, dass Sie die Uhr ordnungsgemäß tragen. Was heißt ordnungsgemäß tragen? Zwei Finger breit weg von da. Messen.
wir darauf. Starten. Okay. Und dann sind wir so um Beine gerade. Ich habe zu dicke Hände dafür oder Arme. So zwei Finger breit soll ich weglassen. Also wäre das praktisch da. So, zwei Finger breit weg. Das wäre ja ditte. Und so. Ich mache das mal so hin. Ja, so wie ich gemacht habe. Ist doch richtig. So, aber ich hatte das, glaube ich, zu weit vorne. So. So, das sind jetzt auf jeden Fall zwei Finger breit weg. Ich bin immer noch mistig. Da geht aber dann definitiv nur eins, weil sonst ist es zu eng. Und jetzt soll ich das praktisch in eine Linie mit meinem Herzen halten. Ein Foto von machen. So. Und dann Text erkennen. So, das alles kopieren, übersetzen. Übersetzen. Bitte ziehen Sie das Band fest und versuchen Sie es erneut. Das Band ist noch nicht fest genug, sagt er. Okay. Ist ja schon was, was ich gar nicht mag. So. Ist kurzzeitig angesprungen. Das Band ist fest. Also noch fester kann ich es nicht machen, denn kommt mir die Haut da rein.
Übersetzen. Verwenden Sie den Handgelenkumfang, um die richtige Passform zu messen. Verwenden Sie zuerst den Handgelenkumfang, um ihn in einem Abstand von 2 Fingern von der Basis der Verwenden Sie den Handgelenkumfang, um die richtige Passform zu messen. Ja. Verwenden Sie zuerst den Handgelenkumfang, um ihn in einem Abstand von 2 Fingern von der Basis der linken Handfläche zu tragen, ziehen Sie den Handgelenkumfang fest und die kleinste Zahl, die im natürlichen Zustand angezeigt wird, ist die beim Tragen ausgewählte entsprechende Riemenlochnummer. Dieser Standard eignet sich zum Messen des Blutdrucks. Bitte lockern Sie 1 bis 2 Balken für das tägliche Tragen. Ich schiebe das jetzt einfach mal noch ein Stück weiter vor hier. So. Jetzt machen wir das einfach mal hier. So, da kriege ich auch mehr. So. Jetzt gucken wir mal. Es geht immer kurz was an und dann nicht mehr. So, jetzt halte ich sie jetzt so wie. So, Herz ist hier, ich halte auf die Seite. Entschuldigung, ich bin ins Mikrofon gekommen. Gerade sitzen. Nee. Vielleicht müssen wir sie erst noch ein bisschen weiter einstellen. Gast. Also Gast geht auch. Alarm. Sleep. Display. Ah, das ist die Helligkeit. Ja, muss nicht ganz so hell sein. Always on, an. Screen Timer, 5 Sekunden. Digitalthemen. Language, Englisch, Espanol. Ja, Deutsch ist leider noch nicht mit bei.
Kilometer, Temperatur Celsius. Reset Watch. Ja, resetten wollen wir sie nicht. Also er misst 30 °C. Kann ich noch ein Stück enger machen? Also ich habe es jetzt wirklich eng. Ist so eng, dass ich hier schon ein bisschen Beklemmung kriege drin. Ne? Jetzt geht's. Ich bläst dich wirklich auf das Kissen. Hundertfünf zu 6, 62, 95. Nochmal. Und es geht wieder. Ich glaube, da seht ihr das auch, dass da was passiert. Ich glaube, dass bevor das losgeht, der Sensor überprüft, also unten drunter der Sensor, der auch für Luft, für Sauerstoff im Blut und so ist. Das Problem ist, durch die tätowierte Haut sieht er nur an der Position jetzt praktisch, weil hier oben ist ja weiß, ist keine, denkt der halt, da ist nichts. Das werden wir gleich nochmal versuchen, aber ihr seht, es geht. Der pumpt aber jetzt so auf. Ganz schön viel Kraft, das kleine Ding. Oh, 148. Naja. So. Und dann machen wir das jetzt einfach mal in Loch 3. Und mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier wieder aufpumpen will. Es pumpt wieder auf. Natürlich merkt er das jetzt, seht ihr das? Die Werte gehen jetzt nicht gerade großartig hoch, weil er hat natürlich nicht meine Hand komplett erschlossen. Oh, der Akku ist gleich leer. Weil ich habe es zu locker. Das Band ist zu locker. Trotzdem, ich merke schon, ganz schön hoch mit aufblasen mit dem kleinen Ding. Und er sagt dann Code 28. Konnte er dann halt nicht machen. So, und jetzt schieben wir das einfach mal die Uhr dahin, wo sie eigentlich hin soll. 2 Finger breit hoch. So, jetzt, ich habe 2 Finger breit hochgeschoben.
Jetzt testen wir das nochmal. Und er bläst wieder auf. Und diesmal auch richtig. Ich sag mal jetzt mit Absicht nichts, damit er halt die Messung nicht verfälscht. Okay. Da hat er jetzt nichts erfasst, also muss ich sie doch ein Stück tiefer tragen. Aber das ist denn, dann haut das mit den, oder weil ich dicke Finger habe, muss ich anderthalb nehmen. Ja, wir machen das mal hier. Also man kann sich nicht genau danach richten, was da drin steht. So. Und ein Stück nach vorne. Ich mag es nicht, wenn die so weit oben ist. So. Und jetzt testen wir das nochmal. Und da hat er sie schon wieder nicht. Ja, seht ihr das? Und pass mal auf, jetzt mache ich die weiter hoch. Ich verändere nichts. Also, die ist noch an der gleichen Stelle. Ich mache sie nur etwas hoch. Und schon pumpt sie. Ach, sieht man nicht, jetzt sieht man es. Stopp. Das muss ich mal überprüfen. Ach, ich hoffe nicht, ey. So. Und ich sage jetzt mal starten. Ja, doch. Starten. Und er macht trotzdem das mit den Dingern. Ach Mann. Das muss abgeschafft werden. Das darf nicht sein. Wenn er wirklich da erstmal misst, hier, ob eine Hand oder irgendwas ist, ach, ihr seid zu weit oben. Ob hier was ist, das ist doch das gleiche Problem, was ich mit den anderen auch hatte. Dass das nur funktioniert, wenn ich keine tätowierte Haut habe. Also da muss ich mal gucken, dass ich dem Hersteller das schreibe, ob man das nicht umgehen kann, dass der halt diesen Scan, ob hier Haut ist oder irgendwie anders machen kann, weil so bringt das nichts. Er misst und aber um zu messen muss, guckt er erstmal, ist hier was, aber das ist doof. Also die Messung ist natürlich durch das Luftkissen und so etwas genauer, als wenn man das halt nur über diese Lichtsensoren macht, ist klar. Da brauchen wir uns nichts vormachen. So, jetzt testen wir nochmal. Jetzt ist der Sensor in etwa hier. Und schon geht's wieder. Weil da keine tätowierte Haut ist. Oder beziehungsweise nicht so dunkel tätowierte Haut ist. Ganz schön hoch hier.
pumpt aber auch schön. Da schnürt mir fast meine Finger werden gleich blau. Findet da nicht mal was. So, nochmal jetzt. Jetzt habe ich die Hand so schräg über dem Herzen. Also auf der anderen Seite. Jetzt hat das auch wieder 159 zu 96 und 85. Ja? Also, das funktioniert schon. Aber es ist halt wieder das Blöde, dass da halt wieder mit dem Messen, dass das dann halt. Also, ich habe es jetzt so gemacht, hier so wie der hier mit also, so schräg. So habe ich jetzt gemessen. So ist auch so gesessen. So. Anmeldung für Messenger-Funktion. So, wir können Benachrichtigungszugriff. WeChat. Achso, da können wir denn. Da können wir dann hier praktisch die Benachrichtigung auf Smartwatch. Nee, das möchte ich nicht. Es gibt ja einige, die das mögen. Ich bin da gar kein Freund von. Also momentan jetzt gerade nicht. Zustimmung für Betrieb im Hintergrund. Aha. Xiaomi. Da sollen wir Management Apps und dann, dass das im Hintergrund laufen kann. Nächster Schritt. Okay, also. Da muss ich dann hier darauf. Optimieren. Oh, das dauert wieder ewig, ja. Und der Akku ist auch gleich leer. Ganz toll. Die anderen sind noch nicht mal geladen, ey. Die sind noch dabei.
Da müssen wir noch mal reingucken. Oh, was haben wir denn hier? Da muss ich mir selber erstmal mit so Uhrzeit synchronisieren. Einstellung Zifferblatt. Mitteilungsfunktion. Gerät und App benachrichtigen. So, zustimmen mit dem Hintergrund. Genau. Und Xiaomi. Home Manager öffnen, Anwendungen öffnen. Management Apps. Handy Manager. Was ist das da? So, Mitteilungsfunktion. Smartwatch tragen. Da ist das. Blutdruckmessung, da ist das erklärt. Bluetooth. Koppelt haben wir. Anleitung für die Mitteilungsfunktion. Ist bei Benachrichtigungszugriff drin, Zustimmung für Betrieb im Hintergrund. Xiaomi. Stellen Sie sicher, dass die Anwendung nach dem Start Freigabe durch System gestartet werden kann. Ist doch das, wo ich war. Boost ist da drüber. Autostart.
Ist aber Tiefenreinigung. Ich kann das Symbol nicht richtig erkennen. Warte mal, machen wir mal Trick 17, machen einen Screenshot. Und dann mit dem Art Android Mannequin halt aussieht wie ein Mülleimer so ein bisschen. Da ist halt Apps verwalten, das ist bei mir woanders. So. Darauf, dann sollen wir die App auswählen. Die ist hier OBB irgendwo. BP, nicht BI. BP, da haben wir sie. Da gehen wir rauf. Autostart, ja. Haben wir ja gemacht. Nächster Schritt. App läuft im Hintergrund weiter. Erstens Energiesparoption an auswählen. Zweitens Hintergrund. Einstellung, Option, uneingeschränkt. So, und da. Im Hintergrund Einstellung, unbeschränkt wählen. Keine Beschränkung. Menütaste drücken, Seite kurz. Ja, da müssen wir uns erstmal ranfummeln jetzt. So. Aktuellste Version durch das Trennen. Nein. Meine Ziele. Da muss ich meine Frau fragen, die kennt sich mit den Werten besser aus. Meine Familie. Damit kriege ich mich ohne aus. Einheiten. Cache löschen, abmelden. Versionsnummer. Also jetzt sagt er mir hier auch an, dass das die Smartwatch jetzt nach dem paar Mal aufpumpen
57 immer noch hat an Strom. Und jetzt haben wir hier auch schon ein paar Daten gesammelt. Wartet mal, wenn das jetzt funktioniert. Ich teste mal nochmal. Ich mach mal so, damit ihr das seht. Das wird jetzt nicht. Das merke ich schon. Das ist nicht voll genug auf den Punkt. Der Punkt auch immer weiter. Hoch. Aber wir haben das gemacht und jetzt können wir nämlich auch, weil wir wissen, dass das sitzt. Ach so, da müsst ihr jetzt. Na, die Luftsauerstoff, das hat bei meiner Xiaomi auch ewig gedauert. Ah, jetzt haben wir endlich mal einen Wert. Moment. So, ich habe ja nochmal den anderen Akku genommen. Passiert auch gerade nichts weiter, obwohl es animiert ist. Also wir sind hier bei 95%. Hier kann man dann die Sportarten, die man gerade macht, auswählen. Sleep. Ja, da muss ich mich noch ein bisschen zurechtfuchsen, wie ich den Sleep-Timer mache. Und alles. Also der Tragekomfort ist wirklich gut. Obwohl sie ein bisschen Gewicht hat. Die sieht geil aus. Was sehr negativ ist, ist mit dem Blutdruckmessen, damit wieder auf diese, ja, auf die optischen Sensoren zurückgreifen müssen, damit der guckt, ob da Haut ist. Also das muss doch irgendwie zu umgehen sein, dass man das. Wie haben wir da schon ein Luftkissen drinne? Da brauchen wir doch den optischen Sensor nicht. Wenn ich aufpumpen will, dann pump auf und sag, ja, ist okay, pumpe, mache. Jalla. Also da will ich mal mit dem Hersteller dann noch schreiben, ob man das vielleicht
für Tätowierte umgehen kann? Oder ein Menüpunkt im Menü, ist dein Arm tätowiert? Ja, nein. Ja, dass man dann sagen kann, ja, mein Arm ist tätowiert. Und dass er für die Leute das dann weglässt und für die anderen halt nicht. Vielleicht ist es ja ein Sicherheitsmechanismus, dass er das überprüft, weil er sonst hier aufblasen würde und dann ist da nichts und dann geht da vielleicht kaputt, der Luftsack. Das kann ja auch möglich sein, bin mir ja nicht sicher. Aber wenn ich das jetzt einfach so tragen würde, wie ich es jetzt tragen wollen würde, so, ich würde das jetzt am liebsten so ein paar Zentimeter weiter vorne tragen. So, gucken wir mal, ob es jetzt immer noch funktioniert. Da funktioniert es wieder nicht mehr. Also wieder einfach nur ein Stück nach hinten geschoben. Noch ein Stück. So. Jetzt geht's wieder. Kann ich auch stoppen. Brauchen wir jetzt nicht. Ja. An sich gute Idee. Mit dem Luftkissen. Viel besser als andere Smartwatches. Muss man wirklich so sagen. Das Display ist wirklich schön ablesbar. Sieht wirklich schön aus. Vom Style her finde ich sie auch richtig geil. Ja, muss ja auch. Kostet ja immer 200 Glocken. Ich würde mir mehr Uhren wünschen, mehr Designs für Uhren. Dass das Überprüfen, ob wegen Haut weggelassen wird, weil durch die tätowierte Haut, dass ich die dann auch weiter unten tragen kann, dass ich die gemütlicher tragen kann, dass ich die für mich so tragen kann, dass ich sie angenehm finde, weil die ist jetzt für mich ein bisschen zu weit nach oben. Seht ihr? Also die ist jetzt genau gerade, also wenn ihr das seht, aber ich mag die eher, wenn die noch ein Stück hier weiter runterkommt. So muss ich jetzt immer noch den Arm so ein bisschen drehen. Und so habe ich einfach so gemacht und habe die halt hier so schräg. Und ja, das ist jetzt, ja. Aber sonst an sich eine gute Möglichkeit. Es ist ja nicht jeder so tätowiert wie ich, das ist jetzt ja. Aber da müsste es doch eine Möglichkeit geben, dass man das irgendwie umgehen kann. Weil genau hier ist halt praktisch der Sensor. Und ja, wenn ich weiter hoch bin, dann bin ich wieder bei dem schwarz tätowierten. Da funktioniert das nicht. Hier ist halt das Glück, dass hier weiß schattiert ist. Da springt er dann ein bisschen mehr drauf an. Ja, aber nichtsdestotrotz werden wir das jetzt erstmal testen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.